Jo, jetzt kommt eine ein bisschen seltsame Aufgabe. Wir gucken uns die mal an. Hier hat jemand absichtlich mal die Batterien ganz hässlich gemalt. Also gar nicht so normgerecht, ne, aber naja. Und hat sich gefragt, wie viel Strom fließt in diesem ganzen Stromkreis. Offensichtlich ist doch alles in Reihe geschaltet. Hier habe ich 2 Ohm, hier habe ich 8 Ohm. Ne, da könnte man noch sagen, 4 Volt und 8 Volt sind 12 Volt. Und hier zusammen, das sind 10 Ohm. Ach, da werden wohl irgendwie 1,2 Ampere fließen. Ne, die Ströme sind ja in Reihenschaltung alle gleich. Ja, teilweise. Ich habe das mal anders gemalt, damit man das besser sieht. Jetzt schaut mal hier. Ich habe diesen ganzen Kram mal einfach ja, ein bisschen um die Ecke gemalt sozusagen und habe dieses Amperemeter, also hier von I1 und hier dieses von I2 entsprechend auf eine andere Stelle gemalt. Und schon sieht die Schaltung ganz anders aus. Leute, wenn ihr hier oben ein I seht, also wenn da ein Link angefügt ist mit so einem I oder ihr fahrt mal mit dem Finger drüber oder mit der Maus, damit das I erscheint, da könnt ihr euch noch ein bisschen besser weiterbilden, was das Ganze soll. Manchmal muss man sich eine Schaltung wirklich ein bisschen anders hinmalen und sieht plötzlich viel klarer. So, jetzt gucken wir uns diese Schaltung mal an. Ich habe also hier eine 8-Volt-Batterie, hier eine 4-Volt-Batterie und hier, ja, hier sind 2 Ohm und 8 Ohm und hier sind Ampermeter eingebaut. Alles in Reihe. Denkt man vorsichtig. Hier ist der Pluspol und hier auch. Das heißt, die Batterien sind eigentlich parallel geschaltet. Gucken wir uns mal an, was das soll. Wenn ich mir das mal einfacher mache und sage, nehmen wir mal an, wir haben Starthilfekabel. Wir haben eine volle, frische Batterie mit 12 Volt und eine im Winter entladene Batterie eines anderen Autos. Dann verbinden wir noch mit roten und blauen oder roten und schwarzen Kabel das eine Auto mit dem anderen. Also im Prinzip beide Batterien miteinander. Warum? Damit von der frischen Batterie Strom zur halbtoten Batterie fließen kann und mit diesem frischen Strom, ich sage immer frisch in Anführungsstrichen, das Auto nicht bloß aufgeladen, also nicht bloß die Batterie aufgeladen, sondern damit auch gestartet werden kann. Wie man Batterien parallel schaltet, habe ich nochmal extra Videos, nochmal hier auf den Link achten. Wenn ich mir jetzt diese Schaltung hier so angucke und überlege, dann fließt ja Strom hier zur ollen Batterie. Und wenn ich mir einen Ampermeter hier einschalte, kann ich auch sehen, dass da richtig viel Strom fließt. Und ob ich nur sage 12 zu 6 oder 12 zu 4 oder 12 zu 3 Volt, 12 zu 0 Volt, weil die Batterie tot ist, ganz egal. Oder ich sage 8 Volt zu 4 Volt, es ist ein Potentialunterschied. Hier ist die Potenz höher als hier. Also werden die Elektronen sich sagen, na dann ab dahin, da wo weniger Elektronen sind, da fließen wir hin. Also lässt sich hier ein Strom messen. Hier auch, ne, in diesem Rückstromkreis in Anführungsstrichen. Und wenn ich jetzt mir mal hier, ich habe das extra mal so mit Wellenlinien als fliegende Kabel und Messspitzen angedeutet, wenn ich jetzt hier eine Spannung messe, dann wird die nicht viel mehr als 4 Volt sein. Denn die 8 Volt minus die 4 Volt, weil ja hier nichts ist, ergeben letzten Endes ungefähr 4 Volt. Ich lasse das jetzt mal bei ungefähr, natürlich, wenn die Batterie sehr stark ist und die hat hier einen ganz hohen Innenwiderstand, das ist was ganz anderes, dann werde ich hier mehr messen. Aber wir tun mal so, als wenn es beides theoretisch gleiche Batterien wären, nur die eine ist halbtot. So, das bis dahin. Ich hoffe, das ist bis dahin erstmal soweit klar geworden. Und jetzt ist doch die Rechnung für meine obige Schaltung, also nochmal hier, für die hier oder für die, aber die ist mir zu hässlich. Für die ist doch folgende, dass ich sage, ich habe hier ein Strom, ein Ausgleichsstrom fließen, der muss hier unten genauso groß sein. Aber der wird begrenzt durch die beiden Widerstände, 8 Ohm und 2 Ohm. Also ist eigentlich der ganze Klapperatismus zwar in Reihe geschaltet, aber eigentlich, was die Batterien angeht, doch nicht. Aber die Ströme sind hier und da gleich. So, und jetzt gucken wir uns den Rest an. Der Rest ist einfach. Jetzt sage ich, okay, 2 und 8 Ohm zusammen sind 10 Ohm, beziehungsweise wenn ich daran denke, dass 1 Ohm 1 Volt pro Ampere ist, dann ist der Gesamtwiderstand nicht einfach bloß 10 Ohm, sondern 10 Volt pro Ampere. Warum? Werde ich gleich sehen. RSU durch I umstellen, tralala, nichts Besonderes. Vielleicht füge ich nochmal einen Link an, wie man sowas umstellt. Und dann setze ich ein und dann sehe ich hier, I ist gleich 4 Volt pro Ampere. Dass das Ampere allerdings hochrutscht, dazu füge ich auf jeden Fall einen Link ein. Ein Doppelbruch. Eigentlich steht ja, I ist gleich
4 Volt, das ist die Spannung, hier U, und hier unten 10 Volt pro Ampere. Hier steht ein Durch und hier steht ein Durch. Durch, Durch ist mal Doppelbruch. Also ich füge dann auf jeden Fall einen Link an und dann sage ich, okay, 4 durch 10 ist 0,4 und da sich die Volts hier rauskürzen und das Ampere hochrutscht auf den Bruchstrich, bleibt Ampere übrig, ich habe 0,4 Ampere. Ich hoffe, das hat mal diese komische Aufgabe ein bisschen entwirrt. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Schlaft schön. Gute Nacht.